Ja, heute bin ich mal wieder live aus Konstanz, denn ich habe mir gedacht, trotz des Wetters, das jetzt nicht so super ist, mache ich mal wieder einen kleinen Ausflug an den schönen Bodensee. Vorher möchte ich aber kurz darauf hinweisen, dass ich mein Ansteckmikro vergessen habe. Deshalb könnte die Tonqualität etwas schlechter sein, wie es vielleicht die letzten Monate von mir gewöhnt war. Aber ich denke, das klappt auch so. Jedenfalls geht es ja heute darum, warum der Bodensee auch im Volksmund Schwäbisches Meer genannt wird. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist der Begriff oft sehr scherzhaft gemeint, weil der Bodensee aufgrund seiner Größe ja doch einen leicht meerartigen Charakter hat. Auf der anderen Seite wird auch vielfach vermutet, dass es sich dabei um eine Fehlinterpretation von Tacitus handelt. Tacitus hat in seiner bekannten Germanica nämlich vom Mare Suebicum gesprochen. Was man aber dabei bedenken muss, ist, dass damals, zur Zeit der Römer, die Schwaben oder Sueben, dieser Volksstamm, ursprünglich im heutigen Pommern und Norddeutschland gelebt hat und dadurch quasi der Name Mare Suebicum wahrscheinlich ursprünglich gar nicht für den Bodensee gemeint war, sondern für die Ostsee. Und erst durch die Völkerwanderung sind die Leute oder die Schwaben im Speziellen dann von Pommern oder Norddeutschland ins heutige Schwaben hier im Süden von Baden und Württemberg ausgewandert. Daher ist eben das Mare Suebicum eigentlich nicht der Bodensee. Der Bodensee wurde von den Römern wahrscheinlich, die Römer hatten ihn ja auch, da gab es ja hier viele Siedlungen, auch Konstanz ist eine solche römische Siedlung, wurde Mare Constantium genannt. Der Name Constantium, also Ort an der Mündung, leitet sich übrigens daher ab, dass hier hinten quasi der Bodensee und der Seerhein quasi zusammenmünden und dann fließt das da hinten wieder in den sogenannten Untersee. Und ja, so findet man an vielen Orten interessante Geschichten. Vielleicht wird es in nächster Zeit auch mal ein Video über Konstanz geben. Tatsächlich gibt es schon mal immerhin ein Video über die Reise hier nach Konstanz. Das habe ich vor einigen Jahren gedreht, als ich schon mal hier war. Das verlinke ich euch hier am Ende mal. Und wenn ihr weitere Videos über Konstanz und den Bodensee nicht verpassen wollt, abonniert am besten gleich diesen Kanal. Und gebt mir gerne auch einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ich sage an dieser Stelle erstmal, jetzt wo der Regen stärker wird, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!